und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play hier in OMSI, den Omnibus Simulator. Leider immer noch die Version 1. Wir warten ja alle schon sehnsüchtig drauf, dass die Version 2 kommt. Heute fahre ich nicht alleine, sondern auch der Freddy ist dabei. Wieder mal. Ja, wieder mal. Das haben sich auch schon so viele Leute gewünscht, aber mit den Wünschen ist es ja noch nicht zu Ende. Wir haben hier nämlich, also ich habe hier noch einen Wunsch, und zwar vom Bus Aachen. Der wünsche sich nämlich auf der Karte Spandau Modern M&Z, die Linie 337, dass ich hier mit einem Leon City DD rumfahre, mit der Möbel Hübner Repaint. Das haben wir hier natürlich, ne? Original. Ich soll sie schön grüßen. Genau. Schön grüßen. Mhm. Aber damit das noch nicht ganz so genug ist, werden wir uns noch überlegen im Laufe der Fahrt, ob wir vielleicht dann noch den Linienwechsel auf die 137 machen. Das müssen wir uns erstmal überlegen. Aber ich denke mal, bevor wir da jetzt hier groß schwafeln, setzen wir uns erstmal rein und rüsten den scheiß Bus erstmal auf, ne? Ja, ganz ehrlich, das Gezwitscher da draußen, ne? Ich würde die alle erschießen. Ja. Leider habe ich die Kanone im Battlefield vergessen. Schade. Das wäre natürlich richtig schön gewesen. Dann kannst du für jeden zwei Vogelgezwitscher kannst du einzelne, kannst du gleich einen durchschießen, ne? Ja, am besten. So, dann die Ansagen rein. Ansagen aktivieren. Ne? So, dann RBL drücken. Bitte warten. Route wird gesucht. Ja. Ach ja, RBL. Er findet er aber, glaube ich, nicht. Oh. Du findet er nicht. Oh, so ein Scheiß. Also die Linie hat er gefunden, aber mehr nicht. Gut, okay, dann gehen wir das jetzt manuell ein. 300 37 0001. 0001, genau. Richtig. Fahren wir erstmal nach Rathaus. Gleich kommen sie alle angepiesackt. Boah, ist das scheißen kalt hier drin in der Hütte. Oh, wir haben gar kein. Wir haben total ver. Also, nee, ich hab das reale Wetter an. Moment. Was? Die kommen bei mir erstmal rein. Können sie erstmal das Licht anmachen? Und ich hätte gerne einen Fahrschein. Nee, du, also ich stehe noch in der letzten Haltebucht. Ich bin noch nicht vorgerückt. Ich schon. Ach so, mein Tankinhalt beläuft sich übrigens auf 200%. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. So, hier hast du dein Ticket. Jetzt muss ich dir erstmal die Kasse anmachen, Wetter anmachen, aber erstmal vorher die Tür zumachen, ne? Und weißt du, was mir auffällt? Jedes Mal, wenn ich ein OMSI-Video aufnehme, sieht der Bus anders aus. Ja, ist auch nicht schlimm, oder? Ich habe schon wieder einen anderen Tacho drin. Mein Tacho ist jetzt übrigens so pingeligst genau. Also, wenn das Eichamt sehen würde, ne? Ich glaube, die würden sabbern. So. Was habe ich denn Sprit drin? Das kann mir dieses kleine Ding ja auch sagen, ne? Ja. Doch, klar. Du nicht hast auch momentan Verbrauch, Durchschnittsverbrauch. Aber mit welcher Taste geht? Ach, das war auf der anderen Seite vom Dashboard. Ah, da haben wir es auch. 225 Liter. Was haben wir denn schön Außentemperatur? Weiß gar nicht. 3 Grad. 3 Grad? Berlin 3 Grad. Na, super, nicht. Da müssen wir jetzt erstmal die Heizung anschalten. Wo ging das ich denn muss, nochmal? Das geht total easy. Du hast unten rechts. Na gut, warum gucke ich da jetzt hin? Das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Genau. Du hast beim Heizungspanel hast du ja Standheizung. Ja, alles schon aktiviert. Und wenn du bei dem Dingen die Hütte aufdrehst mit Heizung, ja, da wird's warm drin. Ja, habe ich schon aufgedreht. So, Aber das Gebläse ist mir jetzt gerade zu laut. Das müssen wir wieder runterdrehen. Ja, ich bin am überlegen, ob ich da mal andere Sounds einbaue. Weil ich bin ja soundmäßig momentan eh unterwegs. Ich habe momentan andere Regensounds drin für Außenansicht, für Innenansicht, weil die alten Regensounds, ne, das hörte sich immer gleich an. Ja. Und die neuen Regensounds, ich habe da 2 Minuten Soundloop aufgenommen, 2-3 Minuten, und da ändert sich dann auch mal die Regenstärke. Da hörst du dann, wie das so gegen den Bus prasselt von der linken oder rechten Seite. Ja. Ja, oh, ja. Ich habe kaum noch Wischwasser drin. Wischwasser? Ja, Wischwasser, weil Scheibe wird nicht nass. Ach. So, dann würde ich mal sagen, Abfahrt jetzt hier, ne? Ich lasse die Leute mal einsteigen, ne? Will da jetzt noch einer mit? Noch habt ihr die Möglichkeit. Hallo. Gleich mache ich nämlich nur noch Folgendes, und das ist aufs Gas drücken. Also ihr könnt jetzt noch einsteigen, wenn ihr wollt. Ihr müsst ja nicht. Ist sowieso eure Fahrt in den Tod, aber ist ja ein anderes Kapitel.
Na gut, wenn ich will, der hat schon mal, ne? Achso, Gang sollte ich auch einlegen. Habe ich schon. Aber Handbremse lösen sollte ich vielleicht vorher. Fahrt euch übrigens mit der 360 PS Variante. Ja, der hat das jetzt gerade gehört. Jetzt habe ich den doch noch erwischt hier, verdammte Scheiße. Ja, nicht schlimm, ne? Jetzt muss ich nämlich auch noch ein bisschen den Teamspeak noch im Auge behalten, wann er denn wiederkommt. An die Bremsen muss ich mich erstmal gewöhnen wieder hier. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber ich hoffe, du hast schon mal Spaß gehabt hier, Bus Aachen. Bis hierhin. Ne, den ersten Unfall haben wir ja schon fabriziert. Ist ja auch so ein scheiß langer Bus. Manometer, jetzt fahr doch mal ein Stückchen nach vorne hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Hallo? Menschenskinder, ja, da holen wir uns natürlich jetzt wieder Verspätung ohne Ende. Aber das will ja keiner. Eigentlich. Irgendwas habe ich da unter meinem Stuhl. Aber was das genau ist, weiß ich nicht. Jetzt fährt der wieder nicht. Sag mal. So, dann kommt der Freddy auch mal wieder. So. User was moved to your channel. Da haben wir den Freddy wieder. Ja, fängt ja gut an. Fängt sehr gut an, ne? Ja, und ich muss feststellen, oh, ist die Datei im Arsch? Gucken wir mal. Ich muss feststellen, dass ich schon die zweite Ampelphase verpasst habe hier. Ich habe schon eine Minute Verspätung hier. Geil. Und ich muss feststellen, dass mein Let's Play wohl das Anfang nicht beinhalten wird. Oh. Mhm. Ja, aber dafür bist du in meinem zu hören. Ja, aber ich werde hier jetzt wieder in OMSI reingehen. Ich hatte bei Windows 8 auf einmal so einen traurigen Smiley. Oh, Windows ist abgeschissen. Oh. Oh, Schnauze. Letzten Stand der Karte laden. So, mach hinne. Auch mal was Neues. Ein Let's Play ohne Intro. Ja. Hm. Ja, zumindest nur bei dir nicht das Intro, ne? Bei mir ist es ja da. Ich habe gerade nicht schlecht gestaunt. Ich wollte eigentlich auf den Türtaster drücken. In dem Moment wird mein Bildschirm etwas leicht bläulich. Ich drück wirklich. Ich senke meinen Blick so nach rechts. Hinter das Mikrofon. Such den Taster. Mach so. Guck auf den Desktop. Oh, was ist das denn? Tja, das ist eine sehr gute Frage, ne? Und dann hing der Sound ein bisschen fest. So ein schöner Soundloop. Aber ich habe ja schnell einen Finger. Und ich drücke vorne nicht den Power-Taster. Nö. Nö, das macht ich kill direkt am Netzteil. Einmal mal komplett. Ah. Aber weißt du, was Schönes? Hab keine Fahrgäste drin.
Ach, hast du den letzten Stand der Karte gemacht? Ja. Du müsstest mir jetzt allerdings mal deine reale Zeit durchsagen. 17.25 Uhr und, 17.26 Uhr, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Alles klar, habe ich drin. So, aber ich komme ja schon wieder nicht weiter, also das ist ja ein Scheiß hier, du. So, ich steig dann auch mal wieder in die Aufnahme ein. Jo. So, ich würde sagen, ja, moin Leute, die Leute, die jetzt bei Thomas mitschauen, die hören mich schon seit Anfang an. Und bei mir gibt es diesmal kein Intro. Warum? Ich habe gerade aufgenommen und die ersten 2 Minuten oder ersten 3 Minuten, die sind leider diesmal für den Arsch, weil mir ist der Rechner gerade eingefroren. Warum? Keine Ahnung. Aber ich werde jetzt erstmal meine Verfrühung, ja, schön. Ja, wär's. Deine Verfrühung wäre gut, ich werde jetzt erstmal meine Verspätung rausfahren. So. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Da kommt sie mir schon angekrochen hier mit einer Tageskarte hier. Alter Scheiße. Ich warte noch auf den Fahrschein. Danke. Ja, komm, du kannst noch lange auf den Fahrschein warten, wenn du weiter nervst hier. Hallöchen. Zum Glück kann mir jetzt niemand auf den Sack gehen, von wegen. Boah, fette Scheiße. Boah, du bist ja Michael Schumacher oder was? Ich verstehe das nicht, ey. Die Ampel hier, die ist so zum Scheißen hier da vorne. Falkensee Rathaus, das Ganze so in der Pfeife rauchen. Du kommst und kommst nicht weg. Also ich weiß nicht, ob ich da so viel Verkehr eingestellt habe, dass ich da jetzt nicht mehr um die Kurve komme, ey. Vor mir ist so ein deutsches Postauto. Die Ampeln sind ja schon besonders cool. Ja, aber es geht da nicht weiter hier. Also das Lauteste, was ich gerade höre, was mich so ein bisschen auf Trab hält, ist der Blinker-Sound. Verspätung 6 Minuten. Mann, jetzt musst du dann natürlich auch nochmal stehen bleiben hier. Du bist ja richtig klasse da vor mir, ey. Wir machen mal die Haltestelle am Gutspark rein. Ja, wird aber auch nicht wirklich warm hier in der Karre, ne? Obwohl ich einheize wie Hölle. Aber es ist ja kein Wunder, ne? 2,5 Minuten Verspätung da draußen. Also bei mir zieht er jetzt gerade das Voigt-Getriebe richtig durch. Ja, ich darf hier immer warten. Ich verstehe das ja auch nicht. Aber ich darf hier immer warten. Und jetzt fährt er mir noch rein, ne? Pass auf. Jetzt fährt er mir noch volle Lotte rein. War da noch Glück gehabt, du. Aber das Gute ist, am Gutspark wollte niemand einsteigen. Ne, bei mir auch nicht. Falkensee, Rathaus. Ey, wie schnell du mit dem Dingen direkt wieder 60 drauf hast. Ja, würde ich ja gerne mal. Aber ich muss ja ein bisschen ausholen hier, weil ich habe dicke Bus, ne? Ah, scheiße, und am Rathaus wollen sie alle einsteigen. So, jetzt muss ich aber aufs Gas drücken, nutzt ja halt nichts. Na komm, Ampel ist rot. Ausnutzen. Ah, schnell. Eine Fahrkarte bitte. Okay, Fahrschein nochmal. Und 1,30 zurück. Schneller. Eine Tageskarte bitte. Alter, was zeige ich dir? Und zack, zack. Ach, du willst ja auch noch was zurück. Ah. Ich werde mit Fahrschein gerade aufgehalten, ne? Tag. Guten Tag, Sie möchten eine Kurzstrecke. Das macht 1,70 und Sie kriegen 3,30 zurück. Boah. Weißt du, welche Stimme ich überhaupt nicht abhaben kann? Was denn? Die kommt reingedackelt. Eine Fahrkarte bitte. Meine Fresse hier, du. Die fahren hier wieder einen Scheiß zusammen in Berlin, du. Herzlich willkommen in Berlin. Hättest du was anderes erwartet? Kennst du das, wenn du mit dem Hinterreifen am Bürgersteig kommst und sich dein Lenkrad dann dreht? Ja, ja. Was ist das für ein Scheiß mit dem Force Feedback? Ich weiß nicht, ich hab's nicht programmiert. Das hat nichts mit der Vorderachse zu tun. Und wenn ich dann lenken will, ne? Moment, ich habe jetzt nicht verstanden, was ihr jetzt wollten, weil hier brüllt einer die ganze Zeit.